Und ich dann halt nur den Sinn drin sah in der materiellen Welt. Also ich habe nur quasi das Außen gesehen und konnte mich selbst nicht ertragen und habe dann immer das Außen, im Außen das Schöne gesehen. Also das waren dann diese Symptome über das Essen, mein Essverhalten, also nur noch ungesunde Sachen gegessen, die zwar schön aussahen und schön geschmeckt haben, aber überhaupt nicht meinen Nährstoffpegel auf lebendig setzten. Und ich merkte immer mehr, ich gelang immer mehr in so einer Teufelsspirale, dass ich mich leblos fühlte, wusste aber gar nicht, woher es kam. Und da habe ich plötzlich eine Untersuchung gehabt, eine ganz oberflächliche, im Krankenhaus. Es ging nur eine allgemeine Untersuchung. Und dann plötzlich blieb ich da hängen. Und dann sagte man mir, es tut mir sehr leid, aber Sie haben Krebs. Den Arzt zu fragen beim Abschlussgespräch, wie viel hat mir das jetzt gebracht, die Bestrahlung? Zu wie viel Prozent bekomme ich jetzt keinen Krebs deswegen? Da sagte er 8%. Und zu wie viel Prozent bekomme ich deswegen Krebs? Auch 8%. Und da fing es an, wo ich dann merkte, ich kriegte erst Wut auf die ganze Pharmaindustrie, auf die ganzen Ärzte und so. Aber ich wusste irgendwann ganz schnell, wenn ich jetzt Wut habe auf alle anderen, dann bringt das ja gar nichts. Ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Und jeder Krebs hat ja auch irgendwo eine bestimmte Bedeutung, auch psychologisch gesehen. Also es gibt so wunderschöne Elemente, die man sich von der Natur holen kann, wenn man also irgendwas in sich nicht trägt und da einen Mangel spürt, dann kann man das alles irgendwoher wiederholen. Das ist ja unsere wunderbare Aufgabe, auch da die Sensibilität zu bekommen, was fehlt mir und wie kann ich es irgendwo im Außen und im Inneren holen, also mit der Natur, nicht als Ersatzbefriedigung, um dann Heilungsprozesse in Gang zu setzen. In Liebe verzeihen, in Liebe vergeben und loslassen und sich wirklich mit Mutter Natur beschäftigen, sich nur mit lebendiger Nahrung beschäftigen, in Liebe essen, in Liebe schlafen, in Liebe mit Menschen umgehen und in Liebe mit sich selbst umgehen.